Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K14, zu Let's Oracle NBA 2K14, Playoffs 2014 natürlich. Wir spielen die Partie Miami Heat gegen die Charlotte Bobcats. Ich bin der Firestorm MP und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel. Natürlich bin ich Miami-Fan und will natürlich, dass die Miami Heat gewinnen. Deswegen werde ich auch die Miami Heat spielen. Hier LeBron James mit 27,1 Punkten pro Spiel. Damit der drittbeste Scorer, glaube ich, aktuell. Ja, man kann ja über die Miami Heat sagen, was man will. Allerdings muss man wirklich gestehen, dass die Miami Heat wirklich gut spielen. Also jetzt nicht in der regulären Saison haben sie total scheiße gespielt, muss man wirklich sagen. Also vor allem zum Ende hin. Aber gegen Charlotte führen sie 2-0. Ich meine, Charlotte darf man nicht unterschätzen. Die Charlotte Bobcats sind wirklich ein ganz gutes Team eigentlich. Und sie führen 2-0, auch wenn sie jetzt einmal knapp und einmal ganz in Ordnung mit gutem Abstand gewonnen haben. Muss man sagen, wirklich. Sie haben ganz gut gespielt, vor allem LeBron mit ganz guten Spielen eigentlich. Ich glaube einmal 27 Punkten, einmal 32, glaube ich. Bosch mit ganz guten Punkten, einmal 20, einmal 20 oder so, oder 23 oder so. Einmal 15 oder 12. Also man kann sagen, eigentlich ganz gut. Vor allem Wade hat beim ersten Spiel eigentlich auch ganz gut gezeigt, was er kann. Sehr schön Bosch mit dem Rebound und dem Punkt gegen Al Jefferson. Natürlich muss Bosch natürlich wirklich gut schön kämpfen gegen Al Jefferson. Jefferson ein bisschen verletzt, leicht verletzt würde ich sagen. Kann trotzdem spielen, aber natürlich geht man da kein Risiko ein, seit Charlotte. Ja, hier natürlich das Foul von Chris Bosh, tut mir leid, das ist mein Fehler. Ja, Udonis Haslem spielt, glaube ich, in den Playoffs. Oder zumindest wurde er eingewechselt im zweiten Spiel. Ich verfolge es ja nicht live. Na, hier das Foul von LeBron James an Michael Kidd Gilchrist. Auch ein Zungenbrecher als Name. So, den zweiten macht er auch rein. Ganz vernünftig, ohne Schwierigkeiten eigentlich. LeBron James wieder mit dem Aufbauspiel. Hier brauchen wir einen bitten Block von Chris Bosh. Sehr schön. Bosch mit den Punkten 3 und 4 und dem Assist von LeBron James. Kemba Walker natürlich auch kein schlechter Spieler, muss man wirklich sagen. Kemba Walker, der kann auf jeden Fall was. So, Jefferson. Na, ah, da ist Bosch dran, aber nicht gut genug. Tell you what though, he is a great slasher. He's tough, he's got a good handle on the ball, and when he gets in the open floor, finishes well at the rim. Ah, Bosch. Bosch, Udonis Haslem kann sich durchsetzen gegen Josh McRoberts. Und sehr schöner Stil. Ah, ich bin die falsche Richtung gelaufen. Nein. Aber schöner Stil von Mario Chalmers und so einem guten Mario. Okay, mit dem Block von Udonis. Wade gets a screen from Haslem. Oh, der Dank von Udonis Haslem, das ist sehr schön. McRoberts aussteigen lassen und über Al Jefferson den Dank von Udonis Haslem. Auch schon ein bisschen älter, ja, gute alte Udonis. Aber naja, was soll man machen, ne?
You know, when something works for you, you stay with it. The Heat saw after the 2012 finals that small ball was very effective for them. You can see why they chose to do that, given how hard it is to find a power forward. Kann man jetzt hier mal match up with LeBron. Makes good sense. Nee. Chalmers with it. He's picked up by Walker. It's LeBron with the drive. LeBron with the drive nach innen und dem Layup über Al Jefferson. Und dann hier über McRoberts, Josh McRoberts. Es läuft ganz, ganz vernünftig eigentlich. Sehr schön. Gut gestört. Yes, der da, Ali for Wade und der U von LeBron James. Das kennt man zwischen den beiden, diese Harmonie. Die gefällt mir auch mehr und deswegen macht's eigentlich, das macht mir irgendwie auch so aus, die Harmonie zwischen den Spielern eigentlich. Ja. Da kann eigentlich jeder mal ein gutes Spiel machen eigentlich und ja. Udonis Haslem, denke ich mal, wechseln wir aus. Rashawn Lewis heißt der, glaube ich, oder irgendwas mit Lewis. Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Miami-Fan. Natürlich favorisiere ich die Mannschaft, aber ich weiß jetzt auch nicht alle Namen zum Beispiel, also von Rashawn Lewis jetzt zum Beispiel nicht. 56 seconds left to play here in the first. Goaltending von Rusher. Von wem? Rashad. Ich wusste irgendwas mit Rush oder Rashan, Rashun. You can't touch the ball once it's on the way down. A lot of noise coming from these fans, pretty unhappy with that call. Bitte den Block. Oh, mit dem Dunking. Eigentlich hätte ich auch durchlaufen können mit LeBron James, das wäre, glaube ich, typischer gewesen für LeBron. Aber naja, was soll man machen? Gary Neal jetzt gegen Dwayne Wade und holt sich den. Cody Zeller natürlich, der Rookie, kann sich natürlich durchsetzen und macht dann die Punkte plus den plus 1, plus den Freiwurf wegen dem Foul. Wow, und da war er ganz schön frei, da könnte sich Chris Bosh wegstehlen und der Pass von LeBron James auf Chris Bosh war natürlich dann einfach über die Abwehr hinüber, der konnte sich die Abwehr noch nicht sortieren. Luke Ridnour. Luke Ridnour hier am Ball. Ja. Verarscht er mich ein wenig. Er verarscht er zumindest ein wenig. Und das ist aus von Gerald. Ne, von Gary Neal, nicht von Gerald Henderson. Die sehen aber sich ähnlich aus. Wow, Wade aus dem Wurfgelenk hier, aus dem Lauf quasi. Der Dreier, sehr schön von Wade. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Bin kurz gleich wieder da. Jo, bin wieder da. 9 Punkte Unterschied. Kann sich sehen lassen, denke ich. Bosh kann ausgewechselt werden. Anderson kommt dafür rein. Luke Ridnour hier wieder mit dem Aufbauspiel als Point Guard. So, gegen Mario Chalmers. Die viele Miami-Fans und generell viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Experten, die meinen, ja, die schwächste Stelle bei den Miami Heat ist eindeutig die Point Guard-Position. Das mag zwar sein, dass sie nicht so stark besetzt ist, aber die braucht man eigentlich auch nicht, da man ja einen LeBron James hat, der, ich würde mal sagen, so ein, wie nennt sich das? Ein, ich weiß nicht mehr den englischen Begriff. Also eine Mischung aus Point Guard und Small Forward ist. Und der sowieso das ganze Spiel eigentlich macht. Ist die Point Guard Position jetzt extrem außer in der Defensive. Das heißt, man müsste sich einen defensiven Point Guard holen. Und ich finde, Chalmers macht das eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde, der ist sowieso eher so der assistgebendere Point Guard und der defensivere, ein defensiver Point Guard. Naja, wie das jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls will ich sagen, ich finde, man sollte lieber die Here's LeBron after the made shot from Zeller. LeBron drives in
Er, würde ich sagen, die Power-Forward-Position ist nicht stark besetzt. Hammerzah, Shane Battier, keine Ahnung. Und natürlich Udonis Haslem, aber Udonis Haslem ist natürlich auch schon alt und kann jetzt nicht immer spielen, hat natürlich viele Verletzungen und spielt auch nicht mehr lange. Meine ich, der spielt jetzt nicht mehr extrem lange. Ist er schon Free Agent? Weiß es gar nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob dies, wenn ihr es wisst. Und ich denke, da wäre lieber die Powerful-Position schlechter besitzt. Vor allem, da wir jetzt ein bei der Point Guard-Position ja ein, sag mal, jung, frisches Talent, sag ich mal, haben. Von Norris Cole, der ja auch einiges schon kann und auch schon einiges gezeigt hat, aber noch nicht voll seine Blüte ausgereift ist oder beziehungsweise sein Talent gezeigt hat. Ich denke, da eher in der Power-Forward-Position sollte man da investieren. Ich werde mal Haslem reintun und Bosch. Dann sind wir wieder vollkommen in Fahrt. And exploit them they did. See, they were relentless. They kept so much pressure on the defenders over the course of that game. Schön Block bitte. Miami's going with right now. Chris Bosh has checked in for Anderson. Haslem comes in for Rashard Lewis. And it's Norris Cole in for Mario Chalmers. Naja, da habe ich Ritten nur natürlich viel Platz gelassen. Okay, wait. Turns into immediate points at the other end. And it's just as much of a boost for the team getting those easy points off the steal. Wade passes to LeBron. Oder der Block von. Wow. Cody Zeller. 152 left in the first half of the game. Hidenauer kicks to Neal. Das war natürlich krass. Aber dafür den Block von. Sehr schön von Wade. Der eiskalte Shot. Aber zwei Punkte natürlich nur. Das war es mir wert. Wir sagen, Ray Allen kommt mal für den guten alten LeBron und wieder Anderson rein. Für Bosch. Wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung zu der Positionengestaltung. Und man muss sagen, als einziges Favoritenteam, würde ich mal sagen, ja, ich habe jetzt nichts gesehen, ist Miami eigentlich relativ erfolgreich, weil, mal ganz ehrlich. Wow. Vor allem, weil, guck mal, Indiana an, Alter, was ist mit denen los? Also jetzt aktuell haben wir jetzt bei Indiana zumindest in der Partie 3 Spiele. Und Indiana ist im Moment am Verlieren gegen den 8. Atlanta Hawks, Jungs. Ja, das war scheiße. Ja, gegen die Atlanta Hawks, meine Freunde. Mit Paul Millsap, Jeff Teague, der ein klassisches Spiel macht, oder klassische Spiele macht gerade im Moment in den Playoffs. Und Dennis Schröder natürlich, der natürlich aber, glaube ich, noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Und ja, also da steht 2-1 für Atlanta. Da frage ich mich, was ist da los mit Indiana? Indiana ist als erste in diese Runde gegangen in der Western Conference. Da frage ich mich, was da los ist. Ja, und die Oklahoma City Thunder. Ja. Die sind natürlich auch gerade nicht. Ich meine, was ist da los? Okay, Memphis Grizzlies ist eine scheiß verdammt schwierige Mannschaft, ja. Aber die ist eigentlich zu knacken. Also, ich meine, die sind wie viel da geworden? Sechster? Ne, Achter sind die doch geworden. Siebter, ne? Das kann nicht sein. Ich hab. Dann hat er den Spieler gewechselt, scheiße. Ja, ich meine, ich glaube, 17 sind die geworden. Und spielen gegen Oklahoma, die eine fantastische Saison haben. Ein Durant, der eine Sieges, eine Punkteserie von über 25 Punkte über, keine Ahnung, 30 Spiele oder 40 Spiele geschafft hat, ja. Und dann gewinnen die das erste Spiel, verlieren aber das zweite und das dritte Spiel, ja. Willst du mich verarschen, frage ich mich, ja.
Und dann auch noch so blöd und dann, ich glaube, beide Spieler in Overtime, ne, verlieren sie, ne? Also. Wade? What is loose? What is loose, Wade? What is loose? There's a problem, Wade. Henderson kicks to Neal. It's stolen by Hazard. Ah, oh, berührt er noch den Ring. Also 4 ist ja echt peinlich, muss man sagen. Dwayne Wade, 6 Punkte, 2 Assists. Bosch, 6 Punkte, 1 Assist. Miami up on top against Charlotte. Just outstanding efficiency offensively. They're having a field day. It's just that simple. Dwayne Wade leads them in scoring. He's picked up half a dozen points and also has contributed with his passing, making some assists. A scrappy effort by Charlotte. They've gotten a tremendous boost from their reserves, going to them early in the game for production. There's been some great work by Cody Zeller in this one. He's got 7 points and has been very efficient, converting his shots into points with a nice field goal percentage. Ja, Carmelo Anthony ist mir egal, Alter. Der ist nicht bei den Playoffs dabei und Kobe Bryant sowieso nicht. Der ist nämlich die ganze Saison nicht dabei gewesen. Außer mal zwei, drei Spiele, Alter. Dann ist er wieder verletzt. Die Zeit von Kobe, finde ich, ist vorbei. Die Zeit von Melo ist auch schon langsam vorbei, obwohl er gar nicht so alt ist. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt eine Zeit von Melo? Ich meine, jetzt will ich nicht zu böse sein gegen New York-Fans oder so, aber meine Meinung jetzt. Natürlich scheiße verteidigt. Und Kemba Walker macht das natürlich fantastisch. Al Jefferson out there with Josh McRoberts. And it's Kid Gilchrist in at the three. And it's easy to have players want to join the Heat when they're competing for an NBA title every season. But Steve, even then, they find the ones that most fit their offensive and defensive philosophy. Oh, Chris Bosh, Chris Bosh, Chris Bosh, macht die beiden Freiwürfe rein. Oder zumindest erstmal einen. Aber macht beide rein. And that's one of the big reasons why this team is back-to-back NBA champs. And it's Walker penetrating. Ah, eigentlich bin ich da dran. LeBron ist wirklich wieder im Spiel. And that's 10 straight points in the paint. I mean, defensively, the wind has just been knocked out of their sails. Need to get more bodies committed down low. Here's LeBron. Wichtig von LeBron, wichtig Punkte, schön gedribbelt. Auch wenn das jetzt stumpfe Punkte sind, aber die müssen gemacht werden. Walker against Chalmers. Walker goes in. And it's blocked by Hazel. Now the dish to Henderson. Mann, mach doch den Steal, Wade! That'll be his second foul of the game. Von Dwayne. A different look for Miami. Chris Anderson has checked in for Hazel. Also Anderson für Haslem und second in fewest turnovers per game, fourth in assists, and they also show up as a top 5 rebounding team. And Clark, you know, when you commit so few turnovers, it's key because you become a much better offensive team. You're constantly getting looks at the basket, and your defense isn't vulnerable either because you're able to get back in transition so much easier. Okay, schauen wir uns wieder mit dem Aufbau. Da hat einer sich noch das Foul gepickt, wenigstens. And the Birdman, a fan favorite from his days in Denver, the tattoos, his kinetic style of play, certainly drawing attention. Well, he's an athletic presence. Schön von LeBron, aber leider ohne wirklich den Ball zu bekommen. He's a guy who kind of hangs out on the weak side and finishes plays by catching and dunking.
Gary Neal's checked in for the Bobcats. And we're just about 2 minutes into the second half now. To tie. The offensive rebound. And it's blocked by Bosch. Ach, man. And the shot is good. Nicely done. They just continue to dominate inside. That's 10 points in a row in the lane. It's now purely here. Ah, so macht man das eigentlich. So macht das der King. King of the world in basketball. In basketball. Finals against Indiana just almost put his head on the rim. Air Freight is a nickname we could dub LeBron James. I mean, he's an unstoppable force and an immovable object. Defensively, the strength, length. Das kann einfach nicht sein. Irgendwie fühle ich mich gerade verarscht. Oden. Greg Oden. Gute alte Greg. Man glaubt gar nicht, dass Greg Oden mal der Number One Pick in, ich glaube, weiß nicht, 2008, 2009 oder so war. Und jetzt. Kicks it to Oden. Zu Oden. Hangs, and the layup is good. Nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal ist er dann drin. Now there's something for the top 10 highlight reel right there. A layup can be just as sweet and as pretty as a dunk sometimes. Walker dishes to Neal. Back to Walker. Kemba Walker, den, auf den müssen wir aufpassen. Six on the shot clock. Puts up the baby hook. Jefferson. Sehr schön. Auf LeBron. And back to the Bobcats. Steve, do you see a light at the end of the tunnel for him? Well, I don't know. We'll see. They brought in a new coach in Steve Clifford, who's well regarded. They signed Al Jefferson. Woo! Greg Oden mit dem Dunk, mit dem Rebound und dann erstmal noch ein paar Schritte gegangen und dann 50,1 cm hochgesprungen. Sehr schön, mein Freund. Sehr schön. Sehr schön, Greg. Dafür habe ich dich eingewechselt, kann man doch ein bisschen mit dem spielen manchmal. Kid Gilchrist. Working on James. There's Neal with the three. Oh. You know, not only is the game neck and neck and tight, but the rebounding battle is too. Extremely close on the board. Yeah, both teams have really put in a terrific effort down low. Sehr schön. Er konnte Al Jefferson nicht den Layup reinmachen. Den Rebound hat er zwar geholt, aber den den Punkt konnte er nicht machen. Und Oden lassen wir trotzdem nochmal drin. Der hat mir gar nicht ganz gut gefallen. Und Wade ist jetzt drin. Und Bosch natürlich auch. Egal. Ist gewechselt. You know, block shots, guys, a clear indicator on the stat sheet of their excellent defense. I mean, leaving them no room to get off any shots. And they've really done a nice job on the glass, too. A lot of second chance points here tonight. Oh, Ray Allen zwar mit einem ganz knappen Nicht-Dreier, aber ganz gut von Anderson geholt und zu Bosch gepasst. Und der hat natürlich dann. Der haut natürlich dann das Foul raus. Ist halt gar nichts. Und das macht natürlich Scheiße. Sehr schön, sehr schön. Wade mit dem Dunk. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gegen Kemba Walker. Den Ziel geholt von. It's rebounded by Bosch. Well, the culture in the locker room is definitely a real thing to conquer if you're a franchise that's been near the bottom for a while. Wow, mit dem Dreier von Wade, der ist heiß gelaufen mit 4 Punkten, mit 11 Punkten, 4 von 5 Würfen reingemacht. Ja, okay, das war scheiße verteidigt. So we'll see if some of that that attitude can carry over and turn this team around. Walker against Wade. Jones the pass to Chalmers. Bitte mal Bosch sets the pick for Chalmers. Inside to Bosch. Three on three and Walker kicks to Jefferson. Oh, schöner Block. Chalmers against Walker. Wade
Jones mit dem Dreier. Ja, der ist drin. Der ist drin. Meine Freunde. Yes. Und San Antonio hat ja auch nur 1-1 hier, die Serie. Im Moment 1-1 von San Antonio. Ray Allen tun wir wieder rein. Eigentlich reicht. Und mal ganz ehrlich, also San Antonio, Oklahoma um Schwächeln, Pacers um Schwächeln, nein, Miami nicht. Und die LA Clippers sind ja, haben sich ja jetzt durchgesetzt, oder die LA Clippers, das fühlen jetzt mal endlich, finde ich, die bessere Mannschaft. Ja, okay, da nehme ich lieber das Foul. Und Portland führt 2-0 gegen Houston, nicht so wie ich es in meinem Video prophezeit habe. Naja, kann sich aber noch ändern. Finger roll. Inside, here's McRoberts. Here's Henderson. Henderson. Aber da wurde er ja den ganz schönen. That's some tenacity inside, battling for the second chance. Was macht der denn da? Was macht der Chalmers da für einen Pass? Ich habe auf Ray Allen gezeigt. Also, er sollte für Ray Allen kommen, Alter. Also, Turnovers bis zum geht nicht mehr jetzt in der Schlussphase. Miami ein wenig am Ängsteln. Der geht auch noch rein und jetzt sind es nur noch 3 Punkte Unterschied. Sehr schön, Borsch, der war wichtig, war wichtig. 5 Punkte Unterschied, sehr schön, sehr schön. Borsch geht raus, Oden kommt rein, Luis kommt rein. James kommt rein und Wade geht als Point Guard rein. War schon fast wieder der. Boy, the shots finally dropping for them in bunches and I'll tell you what, the complexion of this game has totally changed. You know, that kind of offensive eruption was the only thing that was... Wenigstens Vollgold von LeBron. Hätte der aber auch mal einen Layup reinmachen können. Das hat er schon öfter in dieser Saison bewiesen, dass er solche Layups reinmachen kann. Leider hat LeBron James auch diese Saison bewiesen, dass er auch mal richtig scheiße in die Schüssel gucken kann, ja? Kloschüssel, leider. Ja. Das hat LeBron James natürlich auch gezeigt diese Saison. Unerwartet natürlich, aber es hat ja gereicht trotzdem. Rashard Lewis mit dem ersten daneben geworfenen. Aber der zweite sitzt gerade so noch. Nails it in. Ja, LeBron kann man ruhig faulen, weißt du. Das macht ja nichts aus. Schön 6 Punkte Unterschied jetzt. Wir bleiben so bitte. Henderson pass to Walker. No good with the triple. Aha, der Dunk von Wade noch am Ende. Den Tomahawk Dunk von der Seite. There's 14 seconds left to play in the final quarter.
Da steht Ray Allen ganz so gar nicht. Wade with it. Who is outside? Ah, oh, egal. Da habe ich ein bisschen lang gewartet. Egal. 8 Punkte Unterschied, 55 zu 47. Die Miami Heat gewinnen über die Charlotte Bobcats und schaffen es in die Playoffs, in die zweite Runde. Dann gegen einen Gegner, ich vermute mal gegen Toronto oder Net oder die Brooklyn Nets, einen von beiden. Und gegen die Brooklyn Nets hat ja Miami schon einige miese Erfahrungen in dieser Saison gemacht. Zweimal gespielt, glaube ich, oder dreimal gespielt und zweimal verloren oder dreimal verloren. Ich weiß nicht, ob sie jedes Spiel verloren haben, oder auf jeden Fall haben sie mindestens 2 Spiele verloren. Aber LeBron James, MVP des Spiels, hier sieht man alles nochmal. Mit nicht so vielen Dunks, aber ein paar vielen Assists eigentlich. Und ein Block. Ein paar guten Jumpshots. Ein paar guten Layups. Natürlich ein paar guten Verarschungen gegenüber den Gegenspielern. Ja, ich würde sagen, also mir hat es gefallen. Ich denke euch auch. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Also schreibt ein Kommi. Ja, lasst eine Bewertung da. Und ansonsten noch, wenn ihr immer up to date sein wollt und immer das Neueste vom Neuesten haben wollt, dann drückt auf den Abonnieren-Button, denn da könnt ihr immer die Videos, die, wenn die neu, gerade neu kommen, dann seid ihr immer up to date und wisst, da kommt eins, ohne auf den Kanal immer wieder drauf neu drauf zu klicken. Ah, okay, der hat ein neues Video. Guck ich mir an. Ja, also drückt den Abonnieren-Button, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ja, ich sag nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Zockt ein bisschen NBA weiter. Und haut rein. Ciao.